Der Wechsel zu einem spiegellosen System stellt vor allem langjährige DSLR-Nutzer immer vor folgende Probleme. Meistens ist der Sucher ein Thema. Meistens geht es auch darum, dass die Kamera ein bisschen kleiner ist und sich von der Haptik her nicht so gut anfühlt. Ich will deshalb jetzt mal auf meine Highlights eingehen, warum ich die T20 sehr schätze und wo ich die Stärken sehe im Vergleich zu meinem vorherigen System, der Canon EOS 7D, also einer Spiegelreflexkamera. Und zwar erstmal geht es für mich um den digitalen Sucher. Klar, ich kann jeden verstehen, der am Anfang sagt, oh, das ist mir aber nicht so gewohnt, das kenne ich nicht und ich mag meinen DSLR-Sucher. Der Vorteil meiner Meinung nach ist, vor allem für Einsteiger, ihr seht im Sucher alles genauso wie auch auf dem Display. Das heißt, ihr seht Hilfslinien, ihr seht Zebras, ihr seht das Focus Peaking und ihr seht das Bild im Sucher oder auf dem Display genauso, wie ihr es auch macht. Das heißt, gerade bei manuellen Einstellungen, gerade um das Fotografieren zu lernen, ist das ein super Feature. Ihr seht in Live, wenn ich jetzt hier die Blende verändere, was passiert mit dem Bild? Was passiert mit der Belichtung? Was passiert mit der Tiefenschärfe? Ich finde das super praktisch zum Lernen. An der X-T20 im Besonderen mag ich hier sehr diesen kleinen Taster. Der heißt View Mode. Und zwar gibt er an, wo ich das Bild oder auch das Live-Bild, das gemachte Bild oder das Menü sehen kann. Entweder auf dem Monitor oder nur im Sucher. Oder die Kamera wechselt selber anhand hier dieses Sensors. Und zwar finde ich das sehr praktisch, dass eben dieser Taster genau hier verbaut ist. Denn ich habe diese Funktion meistens auf automatischen Wechsel eingestellt. Der einzige Nachteil dabei ist, dass wenn ich filme, das häufig automatisch dann zum Sucher wechselt, ich aber den Sucher gerade gar nicht benutzen will. Und so geht dann mein Display aus und das ist dann nicht so praktisch. Und dann kann ich einfach hier das sofort umstellen mit einem Klick. Bei vielen anderen Kamerasystemen kenne ich das leider so, dass man das erst aufwendig im Menü umstellen muss und das mag ich persönlich dann nicht so, wenn ich das dann ewig suchen muss. Deshalb super hier diese Funktion. Danke Fujifilm. Der zweite Punkt, den ich eben schon mal kurz angesprochen habe, sind die Autofokus-Einstellungen bzw. auch die Autofokus-Performance. Und zwar habe ich hier für den Preis-Leistungs-Verhältnis das Autofokus-System von der X-T2 verbaut und dementsprechend viel, viel mehr Messfelder als bei einer herkömmlichen DSLR. Außerdem habt ihr noch hier einen Gesichtsautofokus und einen Augenautofokus. Diese beiden Funktionen haben mich in meinem Testwochenende wirklich sehr positiv überrascht. Und das war mit einer der Gründe, warum ich auch dann zum Fujifilm-System gewechselt bin. Bevor ich es vergesse, hier habt ihr auch noch die Möglichkeit, über den Touchscreen eure Einstellungen vorzunehmen. Das ist auch ganz praktisch, gerade vielleicht für Anfänger, die am Anfang das Menü noch nicht so ganz überblickt haben. Als nächstes möchte ich kurz auf die Fujifilm-Bildlooks eingehen. Und zwar ist das ein Feature, was ich vorher zu meiner DSLR-Zeit noch nicht so wirklich vor Augen hatte. Denn ganz oft hört man ja, fotografiere nur in RAW, denn so bekommst du noch mehr Details in deinen Bildern. Für den Anwendungsbereich, für den ich die Fujifilm habe, brauche ich das häufig nicht. Ich will einfach nur ein paar Schnappschüsse machen und selbst wenn ich dann wirklich das Foto machen will, das ich mir dann ausdrucke und das ich noch nachbearbeite, dann kann ich das ja immer noch machen, denn die Fujifilm hat ja RAW und alle Möglichkeiten. Aber wenn ich die nur als Schnappschusskamera mal auf einem Städtetrip dabei habe, dann nutze ich sehr gerne auch nur die Filmsimulation hier. Die sind die bekannten Fuji Looks. Hier Classic Chrome zum Beispiel verwende ich sehr gern. Hier mit etwas entsättigten Farben und etwas erhöhtem Kontrast. Das mag ich persönlich sehr. So müsst ihr nicht danach noch aufwendig eure Bilder nachbearbeiten, sondern habt
out of cam einen coolen Bildlook. Die JPEGs könnt ihr im Vorteil zum RAW auch direkt dann aufs Smartphone senden und dann direkt posten oder teilen. Das Fujifilm X-Mount-System bietet grundsätzlich eine überschaubare Anzahl an Objektiven an, wo aber dennoch für jeden was dabei ist. Ich habe jetzt hier meistens das 23mm f2 drauf aus der neuen Objektivserie, wo auch zum Beispiel das 35er oder das 50er drin ist. Die sind zusätzlich hier mit einer kleinen Dichtung auch noch spritzwassergeschützt. Das ist für mich natürlich sehr praktisch und ihr seht selber, dadurch, dass es ein APS-C Objektiv ist, ist es sehr klein und auch viel leichter als ein Vollformatobjektiv. Was mir persönlich noch sehr gut gefällt an den Objektiven, ist hier der manuelle Blendenring. Ich habe den persönlich meistens auf 2 stehen, aber der fühlt sich wirklich wertig an. Ihr könnt ihn übrigens auch auf Automatik stellen, wenn ihr lieber in Automatik fotografiert. Der Blendenring fühlt sich für mich so ein bisschen an wie bei einer analogen Kamera. Und dadurch wird, finde ich, so ein bisschen das ganze Feeling von der Fujifilm X-T20 unterstützt. Für alle, die vielleicht wechseln und ihre alten Objektive gegebenenfalls mitnehmen wollen, da muss ich euch sagen, Fujifilm ist dafür das falsche System. Wenn ihr jetzt von Nikon oder Canon euer 24-70 oder euer L-Linsen mitnehmen wollt, dann würde ich euch eher zu Sony raten, denn da gibt es deutlich mehr Adapter und ihr habt deutlich bessere Möglichkeiten. Für mich persönlich, ich finde es nicht so sinnvoll, jetzt die großen Objektive wirklich langfristig an einer Systemkamera zu nutzen, denn ich habe hier die kleine Kamera und jetzt stellt euch vor, hier mit einem Adapter und dann noch dem 24-70 von Canon. Damit geht für mich der Vorteil an einer Systemkamera wieder verloren. Deshalb schätze ich das hier wirklich mit dem kleinen Objektiv, mit der Offenblende, Festbrennweite. Ich bin happy. Zuletzt möchte ich noch kurz was zum Retro-Design von der Kamera sagen. Ich weiß, das ist vielleicht nicht für alle ein so entscheidender Punkt. Für mich persönlich, mir macht es wirklich Spaß, mit der Kamera zu fotografieren. Ihr habt hier oben die manuellen Einstellräder, hier das Moduswahlrad, hier könnt ihr die Verschlusszeit verstellen, hier nur in etwas gröberen Schritten. Ihr könnt das noch verfeinern und zwar hier über dieses Wahlrad oder auch hier die Belichtungskorrektur. Der Auslöser ist auch so ein bisschen im Look von einer analogen Kamera. Ich habe hier noch so einen Auslöseknopf drin und wie ihr es vielleicht auch schon gesehen habt, ich habe hier so ein Lederband, eine Handschlaufe, damit kann ich hier zuziehen. Damit ist die Kamera geschützt, sowohl gegen Runterfallen, als auch die kann mir jetzt niemand aus der Hand reißen. Hier unten habe ich noch eine Halbtasche von Garitz dran. Die haben wir auch in unserem Shop. Finde ich sehr schön, die ist sehr gut verarbeitet hier unten mit dem Aluminium. Das sieht wirklich gut aus und schützt auch die Kamera und verbessert meiner Meinung nach auch noch so ein bisschen das Aussehen. Hier unten, dadurch, dass noch ein Zentimeter unter der Kamera dazukommt, habt ihr die Kamera auch noch ein bisschen besser in der Hand. Und der kleine Finger passt auch noch hin. Zuletzt geht es jetzt noch um einen recht wichtigen Punkt, auch für mich. Und zwar ist es das Filmen mit der X-T20. Letzten Sommer habe ich ein Videoprojekt umgesetzt mit der X-T20. Und zwar Danke Augsburg, Danke Heimat. Mit der Schauspielerin aus Hamburg, Raffaela Kraus. Dabei ist mir echt aufgefallen, wie praktisch das eigentlich ist, mit so einem kompakten System unterwegs zu sein. Ich hatte genau diese Kombi hier, plus noch ein Handgimbal. Und der Vorteil ist einfach, ich bin damit total flexibel. Ich hatte nur einen Rucksack dabei, noch mit einer Videoleuchte und einem Reflektor. Ich hatte kein riesen Kamerasystem. Ich brauchte keinen Assistenten, der mir noch einen Rucksack voller Kameraequipment hinterherträgt. Das ist auch oft ganz praktisch, denn damit kommt man vielleicht an Stellen, wo man sonst mit einer großen, professionell wirkenden Kameraausrüstung nicht hinkommt. Aber die Kameraqualität, die Bildqualität, die Videoqualität ist dieselbe. Wenn ihr das Video sehen wollt, das ich da gemacht habe, das ist ein Kurzfilm von ungefähr 3 Minuten, dann schaut einfach mal auf unserer Homepage oder hier unten in der Videobeschreibung, klickt auf den Link von der
von dem Erfahrungsbericht auf unserer Homepage. Und da habe ich auch im unteren Teil das Video einmal verlinkt. Da seht ihr ja wirklich Aufnahmen, die zu 100% von der XT20 gemacht worden sind. Und natürlich die Drohnenaufnahmen nicht. Die wurden von der Mavic Pro gemacht. Aber die Kameraaufnahmen sind zu 95% genau mit diesem System. Und in ein, zwei Szenen hatte ich hier noch einen 50mm auf der XT20. Von den Videofunktionen her bietet mir die XT20 4K Video. Das benutze ich jetzt nicht so häufig, aber vielmehr Full HD, 60 Frames pro Sekunde. Damit kann ich im Nachhinein das Video noch ein bisschen verlangsamen und schöne Zeitlupeneffekte erzielen. Außerdem, ganz praktisch, habe ich vorher vielleicht auch schon mal angesprochen, und zwar sind es die Zebras und das Focus Peaking. Das sind einfach nochmal Hilfsmittel zur Bildkontrolle, damit ich die Schärfe und die Belichtung der Aufnahme sowohl Foto als auch Video überprüfen kann. Das hat mir alles bei der 7D einfach gefehlt. Hier an der Seite findet ihr außerdem noch einen Mikrofoneingang. Ganz wichtig, der hat 2,5 mm Durchmesser, also nicht der typische Standard. Da weiß ich auch nicht, was Fujifilm sich da gedacht hat. Auf jeden Fall kann ich euch empfehlen, googelt mal nach dem Adapter von 2,5 mm auf 3,5 mm Klinke. Und da gibt es schon für 1, 2, 3 Euro im Netz brauchbare Adapter. Ich kann euch empfehlen, nehmt einen Kabeladapter und keinen Steckadapter, denn ein Steckadapter steht ungefähr bis hier raus und erzeugt dann theoretisch eine Hebelwirkung und belastet die Buchse. Das kann natürlich langfristig dann zu Wackelkontakten führen. Der größte Vorteil für mich an der XT20, auch beim Film, ist einfach die kompakte Größe. Ich kann den ganzen Tag damit arbeiten, auch auf dem Gimbal, ohne dass mir am Abend dann der Arm abfällt. Was ich eventuell ein bisschen vermisse an der XT20 sind die Log-Videoprofile. Das sind aber nur Funktionen, die wirklich professionelle Filmer benötigen, die dann auch an den Farben in der Nachbearbeitung noch wirklich viel rausholen wollen. Ich finde, hier die Filmsimulationen, die ich eben schon mal angesprochen habe, sind ein guter Kompromiss dazu, gerade für Anfänger und Fortgeschrittene im Videobereich, die sich nicht so lange mit der Farbnachbearbeitung ihres Videos beschäftigen wollen. Ja, und damit kommen wir jetzt auch zu meinem Fazit zur XT20. Ich würde die Kamera jederzeit wieder kaufen, denn das Preis-Leistungs-Verhältnis für mich ist einfach überragend. Die Kombination hier aus dem 23er mit der Blende 2 und der XT20, die habe ich persönlich fast überall dabei, kann die überall mit hinnehmen und bin sehr flexibel damit. Außerdem bin ich auch echt begeistert von diesem APS-C-Sensor, der hier verbaut ist, der ja der gleiche ist wie in der XT2. Deshalb auch nochmal, das Preis-Leistungs-Verhältnis von der XT20 ist wirklich überragend. Auch der APS-C-Sensor, der hier drin verbaut ist, hat mich wirklich schon oft überrascht. Auch während einigen Drehs, wo ich bei einer Hauptkamera eine Vollformat-Spiegellose verwendet habe und dann aber die T20 noch als Backup-Kamera mitlaufen lassen habe und im Nachhinein am PC gemerkt habe, so viel Unterschied ist da gar nicht. Und für diesen Preisunterschied, den ich jetzt bezahle von diesem System zu einem Vollformatsystem mit einem ähnlichen Objektiv, das zudem noch größer ist, da würde ich mir wirklich zweimal überlegen, was sind wirklich eure Hauptziele? Was wollt ihr fotografieren? Was ist euch wichtig? Ist es eher die Größe oder ist es wirklich die Qualität? Wenn es die Qualität ist, natürlich, dann wird eine Vollformatkamera immer besser abschneiden als diese APS-C-Kamera, aber dieser Sensor hat mich wirklich in vielen Fällen schon überrascht. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wirklich so lange zugeschaut habt, und wenn ihr noch Fragen habt, auch persönliche Fragen an mich zu meiner Nutzung mit der T20 oder Tipps, ob das jetzt womöglich die richtige Kamera für euch ist, dann schreibt mir doch einfach kurz eine Nachricht, entweder bei Facebook an Fotokoch oder bei Instagram an fotokoch.de, und schreibt einfach kurz, ihr habt das Video gesehen, ihr hättet gerne noch ein paar Tipps von mir, und ich freue mich auf euer Feedback auch zu dem Video. Dann können wir mal gucken, ob wir in nächster Zeit noch mehr wirklich so etwas ausgedehntere Erfahrungsberichte vorstellen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Fotografieren. Bis zum nächsten Mal.